Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich sehr, für Nikon wieder vor der Kamera zu stehen. Und ich habe mir ein ganz besonderes Thema für heute ausgesucht. Und zwar geht es um Autofokus beim Film. Kann ich eigentlich diesen manuellen Workflow, den ich aus dem professionellen Videobereich kenne, mit dem Autofokus-System kombinieren? Denn vielleicht ist es ja gar kein Entweder-Oder. Denn beim Video kommt man manchmal nicht darum herum, manuell zu fokussieren. Denn es gibt ja kreative Entscheidungen, die man treffen kann, die, egal wie gut der Autofokus ist, nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel, ich fokussiere irgendwas im Vordergrund, was eher unüblich ist, möchte meine Schärfe in der eigenen Geschwindigkeit ziehen und so weiter. Im heutigen Video erkläre ich euch, wie ihr den Autofokus bei euren Z-Kameras am besten nutzt, wie ihr ihn vielleicht auch abwechselnd mit dem manuellen Fokus einsetzt, und ich zeige euch einfach ein paar Tipps und Tricks, die ich so für mich gelernt habe. Und ich habe heute die Möglichkeit, vorab die Z9 einmal zu benutzen. Und die hat nämlich auch ein total ausgereiftes Autofokussystem. Es sei aber gesagt, alle Tipps, die ich euch erzähle, habe ich mit einer Z6 II gelernt. Und man kann sie auch damit anwenden. Das heißt, das ist ein Video, wo ihr generell lernt, wie ihr mit dem Z-System im Video fokussiert. Aber heute mache ich das halt eben mit dieser neuen Kamera. Es hat plötzlich angefangen zu regnen, deswegen der Location-Wechsel. Wir sind heute hier im Landschaftspark Duisburg, jetzt überdacht, und ich freue mich sehr, den Autofokus zu testen mit der lieben Paloma. Die kennt ihr vielleicht noch aus der Videoreihe, die ich zusammen mit Jan Vincent gemacht habe. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal mit der Theorie und gehen dann auch in die Praxis. Beim Autofokus gibt es immer zwei Faktoren, mit denen man kombinieren kann oder die man kombinieren kann, um zu seinen gewünschten, sag ich mal, Ergebnissen oder Einstellungen zu kommen, mit denen man gut arbeiten kann. Und zwar gibt es da einmal die AF Area oder auch die Messfeldsteuerung vom Autofokus, die sagt, wo der Autofokus arbeiten soll. Zweite Komponente ist der Autofokus Mode oder auch der Autofokus Modus, der sagt, wann der Autofokus arbeiten soll. Fangen wir mal mit dem Wann an. Wann soll meine Kamera fokussieren? Und da fangen wir mal ganz oldschool mit dem manuellen Fokus an. Denn auch eine hochmoderne Kamera wie die Z9 hat die Möglichkeit des manuellen Fokus beim Fotografieren, aber natürlich auch beim Filmen. Und auch wenn die Objektive mittlerweile digitale Ringe haben, mit denen man auch die Blende oder sonst was steuern kann, das kann man ja bei Nikon auswählen, kann man hier auch den manuellen Fokus drauflegen. Das ist auch standardmäßig so eingestellt. Und mit dem kann ich auch ganz normal manuell meine Schärfe ziehen. Das bedeutet, ich entscheide, wo der Fokus liegt und steuere das selber. Beim manuellen Fokussieren gibt es ein Hilfsmittel, das heißt Focus Peaking im Englischen und Konturfilter, glaube ich, im Deutschen. Und da kann man sich einstellen, dass die Konturen, also die Stellen, die scharf sind, mit einer Farbe angehoben werden. Das ist nur aktiv, wenn man den manuellen Fokus auch anhat. Und das habe ich jetzt mal angestellt. Man kann sich dann auch eine Farbe einstellen. Ich habe jetzt zum Beispiel Rot. Und jetzt kann ich hier nämlich sehen, was ich fokussiere im manuellen Fokus. Und ich kann ganz in meiner eigenen Geschwindigkeit, ich mache mal eine Aufnahme, hier den Fokus ziehen, bin jetzt hier vorne auf dem Gerüst, dann gehe ich auf Paloma, dann gehe ich auf den Hintergrund und habe die volle Macht über den Fokus. Es verstellt sich nichts, wenn ich mich bewege. Dann gibt es den Fulltimer F oder im Deutschen den permanenten Autofokus. Und wie der Name schon sagt, ist dieser die ganze Zeit aktiv. Ob ich den Fokus drücke oder nicht, der ist immer an. Das ist wahrscheinlich auch der Fokus, den die meisten Leute einfach so nutzen. Da muss man am wenigsten machen. Und ich mache hier mal eine Aufnahme mit dir, Paloma. Zack, kannst mal ein bisschen rumlaufen. So, wenn ich jetzt hier drauf halte, das fokussiert mit der Paloma. Und ich drücke nichts und es wird durchgängig fokussiert. Dann gibt es den kontinuierlichen Autofokus. Den kennt man vor allem auch aus dem Fotomodus, denn dieser ist immer dann aktiv, wenn ich die Fokustaste drücke, beziehungsweise hier die AF-On-Taste oder hier vorne den Auslöser, wenn ich den angedrückt habe. Und viele denken vielleicht, warum soll ich den im Videomodus denn verwenden? Ist es nicht viel praktischer, wenn der Fokus einfach immer aktiv ist?
Das kommt auf die Situation an. Vielleicht habe ich ja irgendeinen Weg, den ich gern mitziehen möchte von der Schärfe und dann möchte ich danach unscharf bleiben. Das habe ich vor allem in der Vergangenheit so ein bisschen immer mehr lieben gelernt, dass ich einfach während des Films auch mal die Autofokus-Taste gedrückt halte. Ich habe den kontinuierlichen Autofokus an. Ich bin jetzt auf deinem Auge, habe den AF-On gedrückt, die Taste, lauf mal auf mich zu. Der Fokus zieht mit, bis ich will. Jetzt lasse ich los und das Bild im Hintergrund bleibt unscharf und fokussiert nicht mehr. Der vierte und letzte Modus ist der Single AF oder der Einzelautofokus. Und dieser funktioniert so, dass der einmal fokussiert, dann hat er den Fokus gefunden und da bleibt er auch wenn ich die Fokustaste gedrückt halte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Paloma fokussiere und er sagt irgendwann, okay, ich habe es gefunden, dann bleibt er auch da. Und dann kann ich auch die Kamera bewegen, aber der Fokus fokussiert nicht woanders hin. Also ich habe jetzt den Single Point AF an und ich fokussiere, Paloma ist scharf, der Fokus bleibt da und jetzt gehen wir zurück, der Fokus zieht nicht mit. Aber wir haben jetzt einen Punkt abgemacht, wo Paloma in die Schärfe läuft. Und das kannst du jetzt einmal bitte machen. Und das wäre jetzt auch eine Aufnahme, die ich genauso gewollt habe. Paloma ist von der Unschärfe in die Schärfe gelaufen. Und das Ganze hätte ich auch manuell fokussieren können. Aber der Autofokus kann ja auch eine coole Hilfe sein, um zum Beispiel einfach mal den Fokus zu setzen, ihn da zu lassen. Das muss man ja nicht immer manuell machen. Und ja, das kann auch super praktisch sein. Ich gehe nochmal kurz auf die Einstellungen zu der AF Area bzw. zum AF Messfeld ein. Dort gibt es nämlich auch verschiedene Möglichkeiten, wo man auswählen kann, welcher Bereich des Bildes fokussiert werden soll. Da gibt es einmal einen automatischen Modus, der einfach versucht, selber im gesamten Bild zu erkennen, was fokussiert werden soll. Dann gibt es verschiedene kleinere Felder, die man mit dem Knüppel hin und her bewegen kann oder auch mit dem Touchscreen. Da gibt es zum Beispiel den Single Point Autofokus, die Wide Area, die Wide Area L. Bei der Z9 gibt es dann auch noch extra einen Modus für das Subject Tracking. Nun haben wir also diese Autofokusbereiche, die verschieden groß sind. Ich will da zum Beispiel immer ganz gern den Wide L. Das ist ein großes Autofokusfeld, das kann ich hin und her bewegen und bin dann immer in dem Bereich sicher, dass nur dort fokussiert wird. Und das Coole ist, in diesem Bereich arbeitet dann zum Beispiel auch der Augenautofokus. Denn mit diesen Autofokus-Areas kann man das Subject-Tracking kombinieren bzw. das Objekt-Tracking. Und das sind ja mittlerweile echt viele Möglichkeiten bei den modernen Z-Kameras. Denn dort kann ich einen Personen-Autofokus, einen Tier-Autofokus oder bei der Z9 sogar ein Auto, Achtung Zungenbrecher, Auto-Autofokus, also Kfz-Autofokus einstellen. Es gibt aber auch einen Modus, der all diese Objekte automatisch erkennt. Da ich aber heute mit Paloma shoote, mache ich hier den Personen-Autofokus an. Das heißt, egal in welchem AF-Area-Modus ich bin, da werden dann auch automatisch Augen erkannt und das Gesicht erkannt. Und das kann echt sehr praktisch sein beim Filmen, da gehe ich auch später nochmal drauf ein. Paloma und ich laufen jetzt hier einfach im Landschaftspark ein bisschen rum. Ich mache ein paar Bilder und je nach Situation gucke ich mal, welche Einstellung ich beim Autofokus verwende. Hier gerade stehen wir zum Beispiel an einem Punkt, wo ich ganz gut erklären kann, wo der Single Point AF oder auch der Einzelfeld Autofokus sehr gut sein kann, weil man da sehr gezielt den Autofokus setzen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel Vordergrund, da sind so ganz kleine Äste und dann kann ich einfach wechseln zwischen Paloma und diesem Ast und eine schöne Schärfeverlagerung mit dem Autofokus machen, ohne dass ich das manuell ziehe. Also ich kann hier zum Beispiel mit dem Stick das kleine Feld vorne auf den Ast setzen und darauf fokussieren und dann das Feld auf Paloma setzen und dann auch wieder fokussieren. Und das Praktische an so einem Übergang ist, wenn ich das Ganze jetzt zum Beispiel im Continuous Autofokus mache, kann ich die Schärfe auch sehr, ich sag jetzt mal, geschmeidig ziehen. Ich bin echt gerade beeindruckt, wie ausgewählt ich hier einfach mit diesem Single Pointer F fokussieren kann. Das ist echt cool. Man kann bei der Nikon-Kamera einstellen, wie schnell im Videomodus der Autofokus gezogen werden soll. Ich stelle jetzt mal den Autofokus-Speed im Video auf ganz schnell. Dann haben wir mal einen Vergleich zu eben. Wir waren eben nämlich genau in der Mitte. Und dann mache ich nochmal die gleiche Aufnahme und gehe von dem Ast auf Palomas Auge.
Und das ist jetzt wirklich fast instant. Zum Vergleich, ich habe jetzt mal die Autofokusgeschwindigkeit auf -4 gestellt und dann machen wir mal das gleiche Beispiel mit Paloma. Wir sind jetzt am Anfang auf dem Ast fokussiert und gehen jetzt mal auf ihr Gesicht. Und es dauert wirklich ein paar Sekunden, bis er den Fokus rübergezogen hat. Und dass man das mit dem Autofokus machen kann, das finde ich schon ziemlich cool. Also so kann man auch seine Shots planen, wie ich das jetzt zum Beispiel eben gemacht habe. Ich stelle die Kamera jetzt mal auf 4K 100 Frames ein, weil man dann eine sehr schöne Slow-Motion-Aufnahme machen kann. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, nochmal einfach im Gehen dich zu filmen und dabei einfach mal den Augen-Autofokus zu testen. Ich gehe jetzt mal auf den Full-Time-RF, dass die ganze Zeit fokussiert wird. Die ganze Zeit, selbst wenn du mit deinen Haaren zu mir bist, dich umdrehst, ist immer direkt bei deinen Augen. Und das hätte ich so nicht. Ich habe auf einer 1-2er Blende gefilmt, das hätte ich niemals so hinbekommen. Ich mache jetzt mal den Continuous Autofokus an, der ja nur aktiviert wird, wenn ich den Knopf drücke. Und zwar möchte ich aus der Unschärfe in die Schärfe gehen, weil das hier gerade ein sehr schöner Effekt ist. Und Paloma, du guckst mal weg. Und wenn ich dir sage, jetzt guckst du zu mir. Und in dem Moment, wo Paloma zu mir guckt, werde ich auch den Fokus aktivieren. Ich glaube, das ergibt einen ganz schönen Effekt und ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie man gezielt den Fokus einsetzen kann und entscheidet, jetzt möchte ich erst die Schärfe. Und das Ganze probieren wir jetzt mal aus. Okay. Bei 1 guckst du zu mir, okay? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay, Paloma, lauf mal bitte los. Jetzt drücke ich den A auf On-Button. Und stopp. Jetzt haben wir einen schönen Verlauf aus der Unschärfe in die Schärfe gehabt und ich konnte bestimmen, wann die Schärfe gezogen wird. Was man auch cool machen kann, ist das schwenkbare Touch-Display zu benutzen, um seine Autofokus-Messfelder zu setzen. Das kann vor allem praktisch sein, wenn ich zum Beispiel gerade hier mit der Kamera sitze und einen Übergang von den Bäumen hinten auf Paloma machen möchte. Ein Trick, den ich ganz cool finde, ist, ich fokussiere jetzt erstmal hinten die Bäume, aber bin gerade im Continuous Autofokus. Das heißt, auch wenn ich jetzt das Messfeld auf Paloma setze, fokussiert er noch nicht direkt, sondern erst, wenn ich den Knopf drücke. Er erkennt sogar, obwohl sie unscharf ist, schon das Auge. Jetzt gehe ich hier auf den Knopf und in dem Moment zieht er den Fokus. Und so kann ich halt auch mein Fokusmessfeld jetzt während der Aufnahme zum Beispiel wieder auf die Bäume legen oder halt auch mit Touch. Und dann drücke ich in dem Moment, wo ich will, den F-Button und er geht wieder hinten auf die Bäume drauf. Also ein Paradebeispiel, wo Autofokus einfach mega hilfreich ist, ist, wenn man alleine einen Stabilizer bedient. Und da habe ich einfach keine Hände frei. Ich muss mich voll auf den Weg konzentrieren, ich muss laufen. Und ich habe gerade den Autofokus auf dem Full Area AF-Feld. Also er erkennt, auch wenn Paloma komplett am Rand ist, die Augen. Und ich probiere jetzt einfach mal aus, wie gut das geht. Und laufe mit Paloma ein bisschen eine Strecke. Lass mal ein bisschen zurückgehen. Ich fange mal weit an. Lass Paloma ein bisschen näher kommen. Kannst ruhig ein bisschen näher an die Kamera gehen.
haben jetzt gerade ein bisschen mit dem Stabilizer, mit dem Ronin, ein paar Testbeispiele gemacht. Einmal sehr weitwinklig auf 24 mm. Da habe ich mich komplett auf den Autofokus verlassen. Und mit dem Augenautofokus war es echt möglich, kreative Einstellungen zu filmen, wo die Schärfe gezogen würde, was ich einfach als Ein-Mann-Armee, ohne mich irgendwie um den Fokus zu kümmern, nur damit hinbekommen konnte. Und danach haben wir sogar das 50 mm 1.2 auf die Kamera gepackt. Also wirklich das Schwierigste, was ein Autofokus machen kann, bei, sag ich mal, so einer Schärfentiefe zu filmen. Und da haben wir auch ein paar Aufnahmen im Gehen gemacht, wo der Augenautofokus einen echt guten Job gemacht hat, obwohl die Haare mal vor dem Auge waren und viel Wind. Also extreme Bedingungen. Und da sind ein paar Shots rausgekommen. Ohne Autofokus wäre das nicht möglich gewesen. Eine Sache, die ich als Filmemacher sehr feiere, ist die Funktion, dass man mit dem manuellen Fokus auch immer in den Autofokus eingreifen kann. Das kann man auch ausstellen, aber es kann beim Film wirklich mal sehr sinnvoll sein. Einmal könnte man zum Beispiel einfach nur den Single AF nutzen und damit sein Motiv fokussieren und danach einfach in den manuellen Fokus übergehen. Oder aber ich habe ein Motiv, wo ich einfach sage, ey, gerade brauche ich den Autofokus nicht, dann muss ich aber nicht den Schalter umlegen oder ins E-Menü oder sonst was, sondern ich kann einfach eingreifen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Paloma gerade mal fokussiere mit dem Autofokus, ich bin auf ihrem Auge und dann sage ich, ich möchte jetzt einfach mal selber den manuellen Fokus übernehmen und aufs Geländer gehen, dann kann ich das auch direkt machen. Sobald ich in den manuellen Fokus gehe, weil ich hier vorne eingreife, wird das Peaking auch aktiviert. Das habe ich ja vorhin eingestellt und so sehe ich dann auch, dass ich gerade die manuelle Kontrolle habe und sobald ich den Fokus wieder aktiviere, erscheint auch wieder mein Fokusmessfeld und der Augenautofokus. Und ja, direkt vom Autofokus in den manuellen Fokus mit Peaking, das ist schon ein cooler Workflow. Wenn ich mich bei der Kamera im automatischen Messfeld befinde, also dass die Kamera automatisch erkennt, was fokussiert werden soll, habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich das aktiviert habe, per Touch einzugreifen und zu sagen, hey, da möchte ich fokussieren. Das funktioniert bei Menschen, Hunden, was auch immer, aber auch bei ganz normalen Objekten, wie zum Beispiel dieser Kamera. Das heißt, ich habe hier mein Bild, der Autofokus macht vielleicht nicht gerade so, was er soll. Und dann tippe ich hier vorne auf die Kamera per Touch. Und dann lockt die Kamera dieses Objekt. Auch wenn ich die Kamera hin und her bewege, checkt die Kamera, wo die Kamera in diesem Fall gerade ist und stellt darauf scharf. Das Ganze kann ich auch deaktivieren, indem ich OK drücke. Dann wird quasi dieser Autofokus-Lock aufgehoben und es ist wieder die Automatik aktiv. Bei der Z9 gibt es sogar einen Autofokus-Messfeld-Modus, der nur diesem Objekt-Tracking gewidmet ist. Der heißt hier auf Englisch Subject Tracking AF. Und wenn ich den auswähle, habe ich den Vorteil, dass ich ein Autofokus-Messfeld habe, das ich wie gewohnt bewegen kann. Und dann, wenn ich es auf einem Objekt habe, das ich tracken möchte, drücke ich auf OK und er lockt sich. Und der Vorteil daran ist, ich kann das durch den Sucher bedienen, brauche den Touchscreen nicht. Generell ein Tipp, durch den Sucher filmen kann vor allem am helllichten Tag sehr praktisch sein. Die Z9 hat echt einen atemberaubenden Sucher, wo man wirklich nochmal das Bild überprüfen kann. Vor allem für uns Filmer sind ja diese digitalen Sucher einfach ein Segen. Und in Kombination mit diesen Autofokus-Modi, Kamera gut ans Gesicht gepresst, kriegt man auch sehr stabile Aufnahmen hin. Ja, macht Spaß. Also wir haben jetzt einen Tag mit dem Autofokus der Z9 verbracht und ich hoffe, ich konnte euch den einen oder anderen guten Tipp geben. Ich hoffe aber, ich habe vor allem am Anfang mit der Theorie und darauf folgend mit der Praxis euch gut veranschaulichen können, was ihr so für Möglichkeiten habt, den Autofokus kreativ einzusetzen und auch vielleicht euch etwas Arbeit zu ersparen, die ihr sonst manuell hättet. Ich möchte euch mit dem Video hier nicht demonstrieren, dass ihr nicht mehr den manuellen Fokus nutzen solltet. Ganz im Gegenteil. Ich finde ein Zusammenspiel aus Autofokus und manuellen Fokus, das Nonplusultra, um gut mit der Nikon-Kamera zu arbeiten. Noch ein paar Worte zur Z9. Ich habe ja heute in 8K aufgenommen und ich habe in 4K mit 100 Bildern aufgenommen. Ich bin saugespannt, mir das Ganze auf einem großen Bildschirm anzugucken. Was mir direkt auffällt, die Kamera ist super schnell, der Autofokus ist mega gut. Ich konnte noch gar nicht auschecken, was es alles für Optionen gibt. Aber an sich fühlt sich die Kamera super solide an und ich habe die Hälfte des Akkus verbraucht und habe heute auch wirklich viel in 8K gefilmt. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich denke, ich werde in zukünftigen Nikon-Videos auf jeden Fall noch mehr testen können mit dieser Kamera.
aber bisher bin ich echt beeindruckt und sehr zufrieden. Und wie man sieht, ist es mega herbstlich und auch nicht so warm. Deswegen würde ich sagen, beenden wir das heute mal. Ich hoffe, du hast nicht zu sehr gefroren. Und wir gehen jetzt noch schönen Kaffee trinken und dann nach Hause. Bis zum nächsten Mal.